Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Ich bin gerade in Denizli am zweiten Tag. Bro, die Sonne knallt so, als gäbe es kein Morgen. Was mir am meisten leid tut, ist, dass der AMG da stehen muss. Hier ist die Gegend sehr tot, würde ich sagen. Ja, also etwas ruhiger. Das ist außerhalb von Denizli. Ich brauche in die Stadt so ungefähr 15 Minuten, aber es ist halt schon gut außerhalb. Ah, oh, ich fasse das Metall an. Aus Versehen, wo Sport Plus und so drauf ist. Anasnes. Es sah richtig heiß gerade. Ich schwitze, Bro. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zu meinem Cousin, nehme euch mit. Ich küsse eure Herzen im täglichen Vlog mal wieder. Ich bin sehr gespannt, was heute passieren wird. Das ist mein erster Tag hier in Denizli. Das ist so geil. Wisst ihr warum? Wenn ich ESP aufmache, ich komme nicht vom Fleck, weil der Boden zu heiß ist, Digga. Es macht so Spaß, hier Auto zu fahren. Der Heck bricht die ganze Zeit aus, als würde es bei uns immer so regnen, der Boden. Aber es scheint die Sonne. Das ist behindert geil, Digga. Es macht so Spaß, mein Auto zu fahren. Ich habe auch eben auf Instagram gepostet gehabt, falls ihr mich da noch nicht verfolgt. Der Bini ist mein Name. Dass ich Zuschauer abholen werde. In der Türkei, egal wo ihr wohnt. Warum, ich check den Verkehr hier nicht, Digga. Schau, er regelt die ganze Zeit ab. Motorradfahrer rechts, links, alle kommen raus. Ich bin auf jeden Fall jetzt gleich in der Stadt bei uns. Schaut das aus. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Spaß, meine Damen und Herren, mit dem Video. Wallah, ich freue mich richtig, mal aus meiner Heimat euch ein bisschen was zeigen zu können. Also Denizli. Hey, Merabi. Hep aynı yere götürün ha sende. Nasıl? Ama sağlam değil mi orası? Evet. Sağlam misafirin hep aynı yere getiriyor. Genelde hep fix aynı yer. Das ist ganz bekannt in Denizli. Das ist einmal Denizli Kebab. Das ist einfach mit den Fingern mit Brot und Zwiebeln und so. Und mein Cousin bringt mich einfach jedes Jahr hierher. Wenn ich jedes Mal herkomme, bringt mich einfach hierher. Deshalb, Freunde, wir essen jetzt ein bisschen und wir testen das Ganze jetzt auch ein bisschen aus. Ich küsse eure Herzen. Kommt auf jeden Fall vorbei, Kebab Chibaki, Digga. Gebt euch, Digga, so. Was dann nicht? Wow, hat Job gesehen. Also das hat sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Also mir hat das richtig gefallen. Ich mag eh so fettig Fleisch und so, Digga. Seid Freunde, checkt auf jeden Fall ab. Vorne ist einfach Stadt, Bro. Also an die Leute, die aus Denizli kommen, wissen ganz genau, wo das ist. Freunde, und zwar ich melde mich während dem Schnitt dieses Videos. Erstmal danke an alle und sorry, es tut mir sehr leid, dass das Ganze irgendwie in Slow-Mo aufgenommen hat. Dafür kommt später nochmal ein Nike Drive extra dafür. Irgendein Spasti-Kollege aus der Türkei, der auf den scheiß Knopf gedrückt hat, dass ich Slow-Mo aufnehmen musste. Deshalb war jetzt die letzte Szene alles voll mit Slow-Mo. Ja, ich kann das Ganze auch schneller machen, aber nein, es hat leider keinen Ton gehabt. Deshalb musste ich das jetzt erstmal mit Musik so einblenden. Ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, was passiert ist. Und zwar, Freunde, habe ich entdeckt, dass man hier auf dem Asphalt richtig gut Burnout ziehen kann und driften kann. Keine Ahnung, weil er so billig ist oder weil er so heiß ist. Und es war hier einfach 45 Grad. Bro, und ich habe halt auf Sport Plus die ganze Zeit gedriftet und so und dachte mir halt, Alter, voll geil, es macht richtig Spaß und so. Auf einmal, ich sehe meine Außentemperaturanzeige, die schon mal defekt war, bevor ich in den Urlaub gegangen bin. Vielleicht können sich noch manche von euch erinnern. Irgendwie so hoch auf 90%. Bro, ich dachte mir, Alter, was geht jetzt ab? 5 Minuten später nach einem Burnout, der richtig schön war, troll euch da an. Ich war den ganzen Tag lang gefickt, Digga. Vielleicht wollte es Gott so, dass ich extra dieses Video nicht hochlade. Dann bin ich einfach nur nach Hause gegangen und habe halt wieder, wie immer, wenn es mir schlecht geht, mein Video geschnitten. So, ich gehe so zu meinem Cousin, ich sage ihm das. Er so, okay, komm, wir gehen morgen zur Werkstatt. Wir gehen zur Werkstatt am nächsten Tag. Er meint, das sei der Außentemperatursensor. Und er sagt, da ist irgendwie anscheinend mal kurz der Kontakt weg. Er hat eine Fehlermeldung gegeben wegen der Gradanzahl am Tacho. Deshalb ist die Motorkontrollleuchte angegangen. Ich dachte mir, okay, Bro, alles klar. Habe ich dem Typen 100 Lira gegeben, er hat mir den Fehler gelöscht. Ja, und das war so dann der aktuelle Stand. Und seitdem kann ich wieder eigentlich ganz normal fahren. Weil am Ende geht es auch nochmal richtig ab mit der Assi-Runde. Cousin von mir, der hat sich ein 320 gekauft für 320.000 Tele einfach. Sizin araba şu an çalışıyor mu? Freunde, ich habe jetzt mein Auto abgegeben bei einer Autowaschanlage. Die werden mir jetzt mein Auto richtig sauber machen. Das Ganze wird jetzt 2 Stunden dauern. Ich schaff's einfach nicht, jeden Tag alleine ein Video zu droppen und aufzunehmen für euch. Das ist so schwer, ihr glaubt mir nicht, Freunde. Ja, wir sind auf jeden Fall gerade bei denen im Laden, also Freunde. Sagt einfach Benjamin den Selam, Lade. Das ist gleich vorne bei Bayram hier, danke. Danke, ich hab dich. Und mein anderen Sahib wurde, man ist so. War, Kebab war, Döner war, Iskender war. Ne vereyim abime? Aber ich glaube,
Devam yap bak. Ağlıyorum o zaman güzel oğlum. Devam yap. Bak bir bak. Puanist konkurent başta sen mahvedin. Hop hoplatan, zıp zıp zıplatan, kaynanaları çatlatan Hülya Avşar badilerimiz gelmiştir. Buyur al. Lan bu kadar olsa ben azdan oğlum. Oğlum da Alman çeviri yazıp Almancısını söylüyorum. Takipçiler Alman Türkleri. Başladı. Cihan Avşar'dan yürümen lazımsın. Tamam. Kameraya bakıyorum değil mi? Bakıyorum. Okay, Freunde, nimm gerade auf, Digga. Er telefoniert mir. Er telefoniert mir. Nein, nein, Video schickt ja schon. Ey, Bro, er ist in eigenen Filmen, Mann. 10 Sekunden später kriegt er einen Anruf, Bruder. Er sagt, ich bin mitten im Video, er telefoniert einfach, Digga. Er nimmt auf und telefoniert, Bruder, als ob man ihn nicht hört. Schaut, hier ist genau Bayram Yeri von Deniz, Digga. Hier. Vorhin waren wir Shisha rauchen in der Sitz war, wo anscheinend die Shisha am besten sein sollen. Denise, Digga, wir sind nur so alte Männer, Digga. Ich hab mich hier richtig gefickt, Digga. Shisha rauchen, wir sind nur alte Männer, Digga. Richtig Shisha-süchtige Menschen. Amen, wir haben hier gerade für 2 Pfeifen, 3 Getränke 9 Euro gezahlt einfach, Digga, was ist das, ein Witz. Man überall so Geld ausgibt, bam, 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 da geht schon schnell Geld weg, ich sag euch ehrlich, Alter. Ich hätte schon einfach so 500, 600, 700 Dir ausgeben für nichts. Ich weiß gar nicht mal, wo das Geld hin ist. Freunde, schaut mal hier, mein Auto ist richtig sauber geworden. Ich habe ihn gerade zur Wäsche gegeben für 5 Euro. Der hat drinnen, innen und außen komplett sauber gemacht. Handwäsche. Bombe, Digga. Richtig geil. Jetzt fühle ich mich wieder richtig wohl. Ich fahre jetzt einmal Rabe zu seinem Laden wieder und dann gehe ich nach Hause mein Video schneiden. Ihr habt das immer, Rabe. Boah, Bombe, Alter. Ich schwöre, richtig geil. Mein Bruder Hergün geht, wir kommen jeden Tag her. Freunde, das Ding ist, in der Türkei auf jemanden zu warten auf der Hauptstraße ist sehr, sehr, sehr kritisch. Weil ich warte eben auf meinem Cousin und das Ding ist, hinter mir stehen Autos. Jetzt schaut einfach, wie die mich anschauen. Okay, der hat getönte Scheiben gehabt. Schau. Die beleidigen mich von A bis Z, Digga. Mami, mach schneller. Und das ist in der Türkei sehr mehr unangenehm wie in Deutschland. Digga, Digga, Digga. Ach, Bedene ist leer. Ja, nur ein bisschen Bedene ist leer. Der Brie ist endlich da, Digga. Hast du gesehen, wie sauber mein Auto geworden ist, Bro? Ich wollte gerade sagen, Digga, wie lange war der jetzt weg? Eineinhalb Stunden, Digga. Komm, steig ein, Digga. Die Leute verfluchen mich. Das ist einmal eine 5-Euro-Wäsche. Boah, sogar hier haben die sauber gemacht. So AMG aus 5 haben die richtig sauber gemacht. Alles Mashallah, Bro. Bro, hier richtig. Also Gas, das Hanna, Bro. Also gib mal Gas, Bro. Ich kann es nicht mehr hören. Original W6 Ligge sind die, und so sagen die immer. Ja, Bro, ist echt gut geworden, Alter. Walla, ist echt sauber geworden. Jetzt auf jeden Fall, ich bin wieder besser drauf. Ich sage, man darf drinnen nicht aufnehmen. Safe 100%. Wir sind schon ein bisschen strenger hier. Okay, Freunde, wir brauchen eine Maske, um reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch klappen wird. Ein Trikot vom Canarium geholt, 2 Puma-Anzüge. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, in welcher Farbe ich es kaufen soll. Dann habe ich immer beide geholt. Das ist bei mir so das Problem immer. Ich hole immer beide, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Okay, bist du auf, seid ihr bereit? Kollege, seid ihr gut drauf oder was? Digga! Nein, Spaß, ich zu ADHS. Küsse eure Herzen. Sorry erstmal auch dafür, dass 2 Tage kein Video online kam. Bro, ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es ist, einen ganzen Tag zu vloggen. Boah. 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 Geil, Digga. Ich hab doch diesen einen Omar, also Ömer Abi, hier in der Türkei. Sein Cousin von Ömer hat gestern gesehen, wie Zivilpolizei folgen wollte, aber die sind mir nicht hinterhergekommen, weil ich quer gegeben habe, eine Straße komplett. Also, so einen schönen Drift habe ich in meinem Leben in der Türkei noch nie gesehen. Zivilpolizisten sind über Rot, aber haben mich dann nicht mehr bekommen anscheinend. Ich so, Alter, geil und so. Wenn du die Ausfahrt nimmst nach Deutschland, wieder von der Türkei weg, dann musst du irgendwie die Strafe oder so bezahlen. So scheiße, Digga. Aber egal, ich wurde nicht erwischt. Wir waren jetzt auf jeden Fall bei Forum Chamlık, haben Popeyes gegessen, diese KFC aus Fisch. Waren dann auch nochmal bei Puma, haben mir nochmal ein Trikot bestellt, das neue Auswärtstrikot, das weiße. Finde ich viel besser als das Originale von Fener. Ich habe mir 2 Anzüge geholt von Puma. Einmal in Rot und einmal in Schwarz. Wie sagt dieser Laden einfach Chicago Bulls? Okay, komm, ich weiß schon, wo wir sind. Das sind wieder meine Gassen, Digga. Meine Flexgassen, wie nur flexen. Heide Schiffe, Heide in der Türkei. Ich vermisse Kosovo schon, Digga, war auch geil. Noch mehr quer geht gar nicht. Ich gebe jetzt mal einen Kickdown. Wir schauen mal, was jetzt passiert, wenn ich jetzt einmal einen Kickdown gebe. Kommt er vom Fleck? Weiß ich nicht. Er wird komplett ausrutschen. Schau mal, der rutscht komplett aus. Der Bre will uns überholen. Sie wollen alle auf einmal Konkurrenz werden. Mein Cousin nimmt das Ganze kurz für euch auf. Er wird vorfahren, ich werde hinterher fahren, aber er wird eh nicht davon kommen. Deshalb, Freunde, alles gut. Er soll ihn erst noch aufnehmen. Einfach ein 320. Ja,
Tuning in Türkei. Downpipes drin. Stage 1, glaube ich, 210 PS hat. Wenn ich Gas gebe, haben wir noch wohin fliegen wir, Alter. Folgt mal den einfach. Ja. Boah, das ist zu krank, ja? Der kommt nicht hinterher, Digga. Jetzt bin ich gespannt, was er sagen wird. Was ist das? Ein bisschen Forever. Aber der hört sich auch gut an. Der kommt nicht vom Fleck, Bro. Ja, aber es hört sich ganz krank an. Eine. Tage. Geht, Digga. Man kann kein Gas geben. Hallo, Arne. Ich sag ja. Aber auch. Scheiß mal da, und der ist schon laut. Jetzt haben wir gleich der Jamschen im Bäckle. Freunde, wir gehen erst im Gang. Oder ich bin im dritten Gang bei 100, der wird immer noch durch, Alter. Auch stabil, gell? Er lief halt fahren, gell, gegen mich. Aber wenn du in der Türkei so ein Auto hast, Digga, dann. Ja, klar. Jetzt abhauen, Digga. Hallo Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann zeigt es mir jetzt mit einem Daumen nach oben. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns halt, Yallah.